die Firma Gamperdach aus Lana. Ins gibt es seit 40 Jahren. Wir feiern heuer das 40-jährige Bestehen und seitdem sind wir ein junges, motiviertes Team, das hauptsächlich spezialisiert sein, einmal auf denkmalgeschützte Gebäude sowie Kirchen und Schlösser oder auch Sanierungen von Wohnhäusern, energetische Sanierung, was wir ganz viel machen, aber auch Neubauten und moderne Bauten. Wir haben eben hauptsächlich Mitarbeiter aus Ulten. Das heißt, die haben die Möglichkeit, auf Nacht mit dem Firmenauto heim zu fahren und in der Früh wieder zusammen mit dem Firmenauto in die Firma zu kommen. Deshalb ist es schon wichtig, dass die Autos, die wir zur Verfügung haben, die Möglichkeit haben, eben Bergstraßen zu fahren, weil sie auf Höfe leben in Ulten drinnen, wo es schon ein bisschen aufwärts geht. Das heißt, ein E-Auto muss schon ein bisschen eine Kraft haben bzw. weitere Strecken fahren können, damit es für uns rentabel ist. Also ich muss sagen, dass die Mitarbeiter sehr gespannt waren aufs E-Auto. Ich habe ihnen die Möglichkeit gegeben, von gestern auf heute eben heimzufahren mit dem E-Auto und sie sind voll begeistert gewesen. Also die Erwartung war viel, viel niedriger, als wie das E-Auto eigentlich noch geliefert hat. Also sie haben gesagt, Chefin, Daumen hoch, das ist ein cooles Auto. Sie haben es noch eben getestet, auf die Bergstraßen ein bisschen getestet und ich würde sagen, das kommt bei ihnen sicher ganz gut um. Sie sind begeistert, ja. Erstaunlich sportliches Fahren, muss ich sagen. Abzug, super. Man merkt, man schaut sich, man ertappt sich halt selber ständig auf die Batterie schauen, weil er denkt, wie weit komme ich noch, oder wo ist er steckt, also noch. Da hinten ist eh eine Ladestation. Aber eben, abzugmäßig, glaube ich, kann man konkurrieren mit gleichwertigen Autos leicht. Wenn nicht sogar besser. Also ist sich absolut ein Verwendungszweck. Wir verfolgen ja mit unserer Philosophie ein bisschen das natürliche Dämmen und Bedachen für Häuser und jegliche Wohngebäude und auch andere Gebäude. Ich glaube, das war eine tolle Kombination. Wenn man sich ein bisschen hinterhält, dann ist das sicher auch für die Firma verwendbar und absolut möglich.